Also, während der Pandemie habe ich einfach so viel Chill-Klamotten getragen, dass ich es einfach irgendwann so über hatte. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Was mein Style vorher war, wusste ich irgendwie nicht mehr so richtig, beziehungsweise was in meinem Kleiderschrank war, habe ich nicht mehr so wirklich gefühlt. Ich hatte einfach das Bedürfnis, meinen Style komplett neu zu entdecken. Weg von Basic T-Shirt und Jeans hin zu was komplett Neuem, was ich aber noch nicht definieren konnte. Irgendwie mehr gewagt, mehr bunt, mehr Pastell, irgendwie auch viele J-Fashion-Einflüsse, mit denen ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe. Halt einfach weg von Basic und Trends hin zu mehr ich. Das Problem an der Sache ist, dass sich mein Kleiderschrank dadurch in eine Art Zwischenzustand befindet. Es gibt zu viele Dinge, die ich einfach nicht mehr trage und die ich nicht mehr mag, und halt auch einige Dinge mittlerweile, die in diesem Kleiderschrank untergehen, die ich gern tragen möchte und aber einfach nicht weiß, wie ich sie kombinieren soll und wie sie gut aussehen. Deswegen struggle ich regelmäßig damit, was ich eigentlich anziehen möchte. Und das nicht mal nur so eine halbe Stunde, sondern regelmäßig mehrere Stunden. Das Ganze geht so weit, dass ich schon mehrmals da saß und geheult habe, weil ich bei so viel Kleidung nichts gefunden habe, in dem ich mich wohlfühle, dass ja irgendwie nicht zu basic und zu langweilig ist, das trotzdem irgendwie zum Anlass passt und einfach mehr Spaß macht zu tragen. Und ja, das fühlt sich richtig scheiße an. Und weil das kein Zustand mehr ist, muss ich was ändern. Das letzte Mal, dass ich meinen Kleiderschrank wirklich aussortiert habe, ist mindestens 3 Jahre her. Deswegen wollte ich mir unbedingt eine gute Strategie überlegen, wie ich das Ganze anpacke, damit das auch irgendwie erfolgreich wird dieses Mal. Inspiriert von Marie Kondo, aber auch von einigen anderen YouTube-Videos, ist dabei Folgendes herausgekommen. Als allererstes habe ich alle Kleidungsstücke aus dem Schrank herausgenommen. Dadurch habe ich direkt einen Eindruck bekommen, wie viel sich über die Jahre angesammelt hat und auch wie viel Arbeit da vor mir lag. Nachdem sich die erste Überforderung etwas gelegt hat, bin ich dann wirklich jedes Kleidungsstück einzeln durchgegangen und habe die Teile in 3 Stapel einsortiert. Ja, nein und vielleicht. Der eine oder andere wird mich sicher dafür verteufeln, einen Vielleicht-Stapel gemacht zu haben. Ich war mir jedoch echt unsicher, was am Ende in meinem Kleiderschrank übrig bleibt. Gerade eben, weil ich in dieser Phase zwischen mehreren Stilen bin, wusste ich bei einigen Sachen nicht, ob sie noch zu anderen passen werden. Oder ich wusste zum Beispiel nicht, ob ich alle anderen Teile der gleichen Kategorie oder Art aussortieren werde. Deswegen bestand der Vielleicht-Stapel mehr oder weniger aus mehreren Unterstapeln. Dazu kommen wir aber später nochmal genauer. Um mich besser entscheiden zu können, welche Kleidungsstücke ich wirklich behalten möchte, habe ich mir folgende Fragen überlegt. Wie oft trage ich es? Einen gelben Pullover, und ich weiß bis heute nicht, was ich mir bei gelb gedacht habe. Ich glaube, der ist nur noch in meinem Kleiderschrank, weil er in so einem guten Zustand ist. Ich kann euch nicht sagen, wann ich den das letzte Mal überhaupt angeguckt habe, weil er so tief unten drin lag, dass ich einfach nicht weiß, wann ich das letzte Mal dran gedacht habe, dass ich diesen Pullover habe. Das hier ist mein Weihnachtsrock, würde ich sagen. Den habe ich aus einem Modorf in Japan gekauft, und zwar kurz vor Weihnachten. Den hatte ich damals zu Weihnachten in Japan an, den trage ich fast jedes Jahr zu Weihnachten. Dieser Rock ist ebenfalls aus einem Modorf in Japan, und ich finde, Röcke kann man dort echt viele schöne finden, und den werde ich definitiv behalten. Ich finde ihn tatsächlich ein kleines bisschen zu kurz, aber trotzdem trage ich ihn echt sehr, sehr häufig, und von daher bleibt er auf jeden Fall Teil meiner Garderobe. Wer öfter meine Videos schaut, wird es kennen. Das ist von Closet Child, und ich verlinke euch mal das Video dazu, was ich dazu gemacht habe. Dieses Kleid behalte ich auf jeden Fall. Ich trage es sehr gerne. Sogar so gerne, dass ich manchmal denke, ich möchte es nicht schon wieder tragen. Was ein bisschen weird ist, aber das werde ich auf jeden Fall behalten. Passt und sitzt es gut? Diese Frage hat 2 Implikationen. Die erste ist natürlich, hat das Kleidungsstück die richtige Größe? Ist es mir zu groß oder zu klein? Ein T-Shirt von QWERTY.
Das war damals dieses Design, was ein Crossover aus König der Löwen und Totoro ist. Und das war einfach mein Lieblings-Disney-Film mit meinem Lieblings-Ghibli-Film gepaart. Und ich musste das kaufen. Aber weil ich noch nie vorher ja, T-Shirts mit QWERTY gekauft habe, wusste ich nicht, welche Größe ich nehmen soll. Wow, das ist M? What? Dieses T-Shirt soll M sein? Das T-Shirt ist mir zu klein, auf jeden Fall. Also die Schultern sitzen nicht richtig, die Nähte müssten weiter außen sitzen. Ja, wird verkauft. Dann habe ich hier so eine Jacke, die man in zwei Richtungen tragen kann. Die habe ich auch damals während meines Auslandsjahres in Japan gekauft. Und das Problem ist, die war one size, also die gab es nur in einer einzigen Größe. Und eigentlich ist sie mir minimal zu klein. Ich habe sie aber trotzdem jahrelang getragen und trage sie eigentlich immer noch gerne. Und deswegen werde ich sie im Kleiderschrank behalten. Die zweite Implikation ist, wie ist der Schnitt des Kleidungsstücks? Gefällt er mir und sieht er an mir gut aus? Das war das erste Kleidungsstück, glaube ich, was ich in Harajuku gekauft habe. Und das war das erste Kleidungsstück auch, wo ich, glaube ich, bewusst gesagt habe, hey, ich will so ein bisschen Pastell irgendwas kaufen. Und ich finde ihn eigentlich super schön, so von der Farbkombi und alles, aber er ist einfach so weit. Also wirklich, wie kann ein Pullover so weit sein? Es tut mir wirklich unglaublich weh. Kann man sowas ändern lassen? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eine Ahnung habt, ob man sowas ändern lassen kann, denn ich würde den halt so gern weitertragen. Ich denke, ich werde ihn auch den vielleicht stapeln packen und nochmal recherchieren, ob man den abändern lassen kann. Ich habe so ein Problem damit, dass ich mir damals während der Zeit in Japan und so ein bisschen davor und danach mir etwas kürzere Oberteile gekauft habe, die aber immer alle viel zu weit sind. Fühle ich mich in dem Kleidungsstück wohl? Dann habe ich diesen Cardigan, der ist von Koe, das ist eine japanische Marke, die Max und ich zufällig entdeckt haben in unserem Urlaub 2019. Den trage ich sehr gerne, ich muss ihn nur mal entfusseln, aber der bleibt definitiv. Und die ist halt wirklich eigentlich fast eher wie eine Leggings. Das heißt, ich fühle mich sehr exposed, wenn ich die anhabe. Also wirklich, das fühlt sich irgendwie an, als würde man, ja, jede Rolle und Falte sehen. Das ist so eines dieser Kleidungsstücke, bei dem man sich fragt, was habe ich mir gedacht, als ich das gekauft habe. Das Ding ist nämlich, wenn man das unter einem Pullover oder so tragen möchte, dann hat man hier diese schönen zwei Knöpfe so direkt auf den Boobies und das sieht immer aus, als hätte man, ja. Sehe ich dieses Kleidungsstück in meinem neuen Stil? Ich glaube, das ist was für den Vielleicht-Stapel, wo ich nochmal gucken muss, passt es noch in meinen Kleiderschrank? Vom Stil her fühle ich das, kann ich das irgendwie gut kombinieren. Also das kommt auf den Vielleicht-Stapel. Ich würde sie gern behalten, aber ich habe festgestellt, dass mein neuer Style nicht unbedingt in diese Lolita-Style angelehnten Sachen gehen wird. Ich glaube, ich werde es verkaufen, denn ich trage es nicht und ich glaube, jemand anderes hat daran mehr Spaß. Hier haben wir einen Fund aus einem Mode-Off. Der Pulli ist auch so ein Paradebeispiel dafür, was man in Japan eben nicht nur in Second-Hand-Shops, sondern generell finden kann. Es sind halt teilweise Basic-Sachen, die aber irgendwie noch ein kleines Detail haben, wo man sagt so, oh ja, ich bin ein bisschen unique. Und das finde ich eigentlich super, super schön. Also das gefällt mir. Das möchte ich mehr in meinem Kleiderschrank. Wie ist der Zustand des Kleidungsstücks? Das ist auch so ein Sommertop, was ich einfach unglaublich gern getragen habe. Aber es hat einfach so viele Löcher mittlerweile. Also hier ist ein relativ großes Loch unter der Achsel. Aber auch hier in den Ärmeln hat es Löcher. Das ist auch so ein Stoff, der lässt sich einfach nicht reparieren. Und hier unten hat es auch schon Löcher. Ja, also es ist komplett durchlöchert. Das habe ich auch getragen, bis es gestorben ist. Deswegen, das kommt weg. Dieses Kleid habe ich einfach zu Tode geliebt. Wirklich. Es ist schon an mehreren Stellen kaputt. Hier ist ein Loch. Ne? Dann hat es Flecken von Heißkleber. Weil ich dieses Kleid einfach getragen habe, während ich gebastelt habe, weil ich mir dachte, ah ja, I'm a fairy, I'm gonna be cute, während ich bastle. I don't know, was ich mir gedacht habe. Es macht keinen Sinn, ein kaputtes Kleidungsstück zu behalten, das man nie trägt. Deswegen muss ich es auch sortieren. Habe ich andere Kleidungsstücke in dem Stil, die mir besser gefallen? Das habe ich auf Depop gekauft. Dazu wollte ich eigentlich auch mal noch ein Video machen. Bei dem bin ich ein bisschen gespalten, weil
Das gefällt mir sehr, aber es ist auch ein bisschen zu klein. Das werde ich auch auf den Vielleicht-Stapel packen und nochmal reevaluieren mit den Crop-Tops, die ich behalte, ob ich dieses hier wirklich noch brauche. Weil es ist mir eigentlich auch ein bisschen zu viel lila. Also lila ist eigentlich überhaupt nicht meine Farbe. Dann haben wir so ein kurzes Latzhosenkleid. Ich glaube, das werde ich behalten. Und ich habe noch ein anderes Latzkleid, was ich wahrscheinlich aussortieren werde dafür. Und zu guter Letzt kommt natürlich Marie Kondo nochmal durch mit Does It Spark Joy. Dieses Crop Top, das habe ich auch erst vor kurzem gekauft. Das hat so süße Kätzchen drauf und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Katzenmensch, sondern eher der Hundemensch. Aber das hat einfach so perfekt gepasst. Also es ist halt ein Basic T-Shirt mit Pünktchen, aber mit diesen Kätzchen drauf. Und es war einfach so ein bisschen dieser kleine Sparkle, um es special zu machen. Und es hat mich sehr gefreut. Die Farbe liebe ich total und deswegen... Das sparkt sehr viel Joy. Dieses T-Shirt liebe ich eigentlich auch sehr, weil hier so Peach drauf ist und es sagt I don't care, I'd rather get kidnapped than ask Maria for help. Das fand ich damals sehr cool, auch dass es diesen Pop-Art-Style hat. Ich habe halt nicht so super viele Super Mario-Spiele gespielt, aber das Super Princess Peach-Spiel habe ich damals auf dem Nintendo DS einfach super gesuchtet. Und deswegen musste ich damals dieses T-Shirt kaufen. Es sparkt Joy, es ist sentimental, ich werde es behalten. Hier haben wir mein Maid-Kleid. Wer es nicht weiß, ich war mal Teil vom Into Wonderland Maid-Café. Da haben wir so maßgeschneiderte Maid-Kleider bekommen. Und dieses Kleid werde ich auf jeden Fall aufheben. Das schwarze Kleid habe ich auch schon sehr oft mal ohne die Schürze getragen, zu verschiedenen Anlässen. Aus sentimentalem Wert und weil das Kleid so schön ist, behalte ich es natürlich im Gesamten. Dann haben wir hier noch etwas aus meiner Closet-Child-Bestellung. Ich liebe diesen Einhornprint und den Flair und ja. Während ich die Kleidungsstücke durchgegangen bin, habe ich mir übrigens eine Liste erstellt, auf der ich die Dinge gesammelt habe, die mir fehlen oder die ich ersetzen muss. Ich möchte zukünftig möglichst nur noch Dinge kaufen, die ich wirklich benötige und ich hoffe, diese Liste hilft mir dabei. Und nun kommen wir nochmal zum Vielleichtstapel. Da das Aussortieren dann ganz schön emotional war, habe ich mich am nächsten Tag noch einmal mit einem frischen Kopf dem Vielleichtstapel gewidmet. Diesen habe ich in folgende Unterstapel aufgeteilt. Ein Stapel, den ich abändern oder reparieren muss, ein Stapel, den ich erstmal behalte, aber langfristig ersetzen möchte, ein Stapel, bei dem ich mir unsicher war, ob die Teile noch zu meinem Stil passen und ein Stapel, bei dem ich nochmal schauen wollte, ob ich die Teile brauche, damit mein Kleiderschrank funktioniert. Die letzten beiden Unterstapel bin ich dann nochmal Teil für Teil einzeln durchgegangen. Am Ende sind ein paar Teile doch wieder in meinem Kleiderschrank gelandet und diesen Teil des Vielleichtstapels habe ich jedoch tatsächlich aussortiert. Und das ist das Endresultat. Insgesamt habe ich 77 Teile behalten, von denen ich 11 reparieren oder abändern muss. Etwas mehr als 30 Teile musste ich leider tatsächlich entsorgen und ungefähr 100 Teile werde ich verkaufen oder spenden, um ihnen ein zweites oder teilweise sogar drittes Leben zu geben. Seit dem Aussortieren sind jetzt auch schon fast 2 Wochen vergangen und auch wenn es sich komisch anhört, muss ich es sagen, es fühlt sich sehr befreiend an. Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich behalten habe, definitiv Teile sind, die ich tragen werde, ohne dabei zu viel aussortiert zu haben. Und ich verfalle nicht mehr in so eine Endlosschleife von Gedanken, wo ich denke, ich finde noch irgendwo in diesem Kleiderschrank ein Kleidungsstück, mit dem ich ein Outfit kreieren kann, das so viel besser ist als alles andere. Und dadurch spare ich einfach Unmengen an Zeit, wenn ich mich morgens anziehe, weil ich eben alles mag, was in diesem Kleiderschrank ist. Außerdem habe ich einige Kleidungsstücke wiederentdeckt, die ich echt lange nicht mehr anhatte. Und das wiederum hat mir geholfen zu verstehen, warum ich bestimmte Kleidungsstücke mag oder eben nicht. Mag und ich hoffe, dass das in Kombination mit der Liste, die ich erstellt habe, mir beim Kauf von weiteren Kleidungsstücken eben hilft, zukünftig gute Entscheidungen zu treffen. An der Stelle möchte ich kurz noch ein paar Worte zum Thema Nachhaltigkeit verlieren. Ich habe das Kleiderschrank aussortieren so lange vor mir hergeschoben, weil ich immer gedacht habe, es ist überhaupt nicht sinnvoll, Kleidungsstücke auszusortieren, die eigentlich noch vollkommen in Ordnung sind. Abgesehen davon, dass ich jetzt auch einiges von den Teilen, die ich aussortiert habe, entsorgen muss. ja, es ist aber genauso wenig sinnvoll, Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank zu horten, die ich am Ende nicht tragen werde. Weder für die Umwelt, noch für mich persönlich und mental. Und ich muss tatsächlich gestehen, es fühlt sich irgendwie verantwortungsbewusst an, Kleidungsstücke strikt auszusortieren und dann eben sie nochmal zu waschen, aufzubereiten und gute Fotos davon zu machen, um sie am Ende an jemanden zu verkaufen, der sich wirklich darüber freut und ihnen
also diesen Kleidungsstücken damit wirklich nochmal ein zweites oder drittes Leben zu schenken. Es hört sich wahrscheinlich super weird an, aber für mich persönlich fühlt es sich einfach an, als hätte ich mich meinen Altlasten endlich mal gestellt. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen.